Lieben Freunde, willkommen zu Dead Rising 3. Ja, nach einer etwas kleinen Pause dachte ich mir immer so, boah, ich muss das unbedingt weiterspielen, weil ich bin wirklich sehr gespannt, wie es hier weitergeht in der Storyline. Und ja, das Ganze halt hier, ja, wir sind hier letztes Mal ja, also beziehungsweise wir waren schon draußen, aber das Spiel hat sich leider aufgehangen und das war natürlich nicht so schön. Und ja, jetzt dachte ich halt, einen Moment. Gut. Ganze Spieler. Ja, dann jetzt haben wir natürlich das Problem. Können wir wieder hier von vorne anfangen? Aber was will man machen? Nein. Da muss man jetzt leider durch. Ja, und zwar, ja, ich bin jetzt ehrlich, ich hatte gerade schon mal aufgenommen. Aber dann hatte ich das folgende Problem, dass sich irgendein Akku eingeloggt bei mir auf dem Server, deswegen habe ich das, ja, hat sich dann das Spiel aufgehangen und, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade eben kurz so eingestellt, dass mir keiner nachschleunen kann, weil darauf schiebe ich die Bocken. Hier war ich gerade auch schon, aber ja. Leider ist es halt. Ach so. Ich muss halt nicht mehr machen. Öffne die Tore. Oh, das finde ich jetzt gut. Das hat schon nicht viel so. Aua, mein Auge. Also, da war wohl irgendwie gerade ein Zwischenspeicher. Aber wie gesagt, Leute, ihr habt nicht viel verpasst. Also, davon ab. Verdammt! Und ja. Warte mal, wir boxen uns jetzt ein bisschen durch. Strom ist weg. Oh ne. Weg von mir! Nee, hat er wohl doch nie gespeichert. Habt ihr Glück gehabt. Muss es da einen Sicherungskasten geben. Also ja, von da oben so einfach mal so, ja. Egal. Wir wissen ja jetzt ungefähr, was wir machen müssen. Wow. Weg hier. Mist! Das Kabel ist durch! Das finde ich richtig asozial. Der ist da am Labern und die Zombies hauen und hauen einen runter, ey. Das ist total kacke gemacht. Erstmal hier, ey. Ich wollte ein Bier trinken hier. Ach ja. Eifer des Gefechts, sag ich mal. Wir sprinten mal hier so ein bisschen durch, dass wir hier aus diesem Kaff wirklich schnell rauskommen. Weil das ist ein bisschen gefährlich hier. Hey, wollt ihr Party machen? Ja, sehr. Das sollte reichen. Was kann ich euch anbieten? Wir haben ja einen Lego-Helm und zwar kostet der satte. Ach nee, ist der Lego-Helm. Zwar kostet der satte, ja, 50 Euro, sag ich mal. Oh! Also, jetzt aber eigentlich. Der möchte direkt die Kasse spüren. Und ja, sind ja so viele, ey. Oh! Also, in den Sand will ich nicht stecken wollen. Mein Gott. Ich nehme hier oben lang. Schnell! Die Tore sollten jetzt funktionieren.
Sucht ihr einen Snack? Gefährlich, da muss man extrem aufpassen bei den Viechern. Yo! Was ich noch sagen wollte, Leute, es kommt ja bald einiges an guten Spielen raus und ich freue mich schon mega auf Doom. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich, wie gesagt, bis dahin zumindest Doom 3 durchhaben werde. Dass wir natürlich halt nicht so an Story, sag ich jetzt mal so, verpassen. Freiheit! Macht Platz, ihr Drecksäcke! Da haben wir gerade Glück gehabt, ey. Vikia! Ja, wir haben es geschafft, Leute. Oh! Jesus! Hilfe! Boah, ich hab Dreck. Genug von diesen Arschlöchern! Ich hab was für ihn! Du machst mich echt so! Wir sind schlimmer als alle Zombies in dieser Welt! Ich hab was im Visier! Das war's bald! Zeit zum Spiel! Vielleicht ein Sturm hören. Alter, ey, wie viel hält der aus? Boah, ey. Immer diese super Leute hier, ey. Ach, ist das schön zwischen Zombies. Ein Snack zu essen, ne? Die Dinger muss man irgendwie gucken. Maul halten! Was hat laut, ey? Baby. Ich komme auf so dumme Ideen, ey. Egal, was man erstellen kann, natürlich ausnutzen, ne? Die machen ja natürlich deutlich mehr Schaden, die Sachen. Was heißt Kleberpistole? Aua. Oh, guck mal, die fressen. Gut, was sind die? Bei Vlaint. Das Beste wäre, ich hätte jetzt ein Auto. Alter, ey. Man hat überhaupt keine Chance, irgendwie mal rauszukommen, ey. Oder Ding zu lange brauchen, zu angreifen.